Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Professor Layton und das Vermächtnis von Aslant. Wir sind ja im letzten Part in Chitake-Dorf gewesen und haben dort alle zwei Artikel, ich glaube es waren noch nur zwei Artikel, gelöst. Aber wir sind trotzdem noch da und werden noch weiter nach Rätseln suchen, die übrig geblieben sind. Ich werde zur Sicherheit nochmal nachgucken, was die Artikel betrifft. So, hatten wir den hier, Vogelzwitscher rettet Leben und Riesenpilze in Bewegung. Ja, mehrere haben wir nicht. Es fehlen jetzt noch welche in London. Ja, das sind diese beiden. Dann noch auf Toledo. Dann noch auf Isla Paloma. Und Hochland. Und ja, also haben wir die Wüstenstadt. Alles klar. Gut, gut. Suchen wir weiterhin nach Rätseln, die übrig geblieben sind. Ich glaube kaum, dass hier noch welche sind. Notfalls haben wir noch welche bei Keats, möchte ich nochmal anmerken. Gehen wir mal nach oben hier, in das schöne Häuschen. Ach, da ist jetzt der Häuptling. Aber der hat kein Rätsel für uns. Ich muss ihn ja nicht vorlesen. Bla, bla, bla. So, du vielleicht, Kleiner. Oder der kleine Trüffel war das, ne? Ist auch egal. Geschimpft, geschimpft, geschimpft. Irgendein Rätsel übrig geblieben oder so? Sehr unwahrscheinlich, dass wir so welche finden. Wir müssen dann wahrscheinlich eher normale Leute ansprechen, die wir so finden. So, oder? Nö. Nee. Ich glaube... Hör, was da... Oh, oh! Das war ja witzig jetzt. Das ist natürlich auch sehr interessant. Das habe ich doch gar nicht gemacht heute. Heute überhaupt nie. Es ist mir nie aufgefallen. Selbst als wir damals zum ersten Mal hier waren, ist es ja nicht passiert. Gibt's hier jetzt den Investments oder? Schade. Aber sehr schön gemacht. Nochmal? Ich glaube, es geht nur, wenn das Spiegelei weg ist, ne? Egal, Leute. Auf jeden Fall eine schöne Idee. So. Ich hoffe, meine Stimme wird durchhalten. Ich habe heute vor, inklusive diesem Part hier, vier Parts aufzunehmen. Oh, jetzt wollte ich nochmal rein. Nee, jetzt wollte ich nicht. Ich habe mich verklickt. Jetzt habe ich verklückt gesagt. Egal. Ich hoffe, meine Stimme wird durchhalten. Ich habe eben nämlich schon viel aufgenommen. Nur ein anderes Projekt. Hier ist noch eine Kuriosität. Geruchlose Wunderblume. Okay, und hier ist noch ein Rätsel vor uns. Sehr schön. Oha, ich würde in dieser Gegend nicht so umherstreifen. Was macht ihr denn, wenn euch plötzlich ein Tiger anspringt? Tiger? Ich würde ihn fragen, was ich für ihn tun kann. Ja, das kann auch nur Luke. Lass die Witze, du Knopf. Ich mein's ernst. So, mal sehen, ob du weißt, wie man sich unter Druck einen Weg durchs Gehölz bahnt. Interessant. Es wurde noch gesagt, wir könnten noch eine Blume eine Blume abstauben, und zwar auf dieser Brücke hier. Und dieses Rätsel ist das schwerste, was wir jemals hatten. Rätsel Nummer 132, Heldensage 2. 70 Pikerat. 70. Holla, die Waldfee. Ein tapferer Jüngling will sein Dorf vor einem fiesen Monster retten. Wie in solchen Fällen üblich, findet sich das beste Rüstzeug zum Monsterhatz im gruseligen Gehölz von nebenan. Leider ist der Wald verhext und der Pfad durcheinandergewirbelt worden. Es liegt an dir, unserem Helden den Weg zu ebnen. Baue zuerst einen Weg vom Pfeil zum Schlüssel. Ist dieser gefunden, dann bilde einen neuen Pfad zum Schlüssel zur Truhe oben. Dann von jeder zur Truhe rechts. Ach du Scheiße. Das ist natürlich sehr kompliziert. Wechseln wir mal den Bildschirm. Ich glaube, hier werden wir uns eine ganze Weile aufhalten. Das könnte eine ganze Weile dauern mit diesem Rätsel. Ich meine, 70 Pikerat, das heißt ja schon was. Notfalls haben wir natürlich noch ein paar Rätsel bei Keats, wenn wir irgendwelche Rätsel suchen wollen, die nicht allzu schwer sind, ne? Muss ich eh mal gucken, wie viele Rätsel wir noch im Spiel noch finden können. Gut, wie müssen wir jetzt lang gehen? Gut, zuerst ein Weg vom Pfeil zum Schlüssel. Vom Schlüssel zur Truhe. Ja. Alles klar. Schlüssel. Ach so, zwei Truhen. Ne, wo ist jetzt das Werkzeug? Vom Pfeil baut zuerst einen Weg vom Pfeil zum Schlüssel. Ist wieder gefunden. Bilde einen neuen Pfad vom Schlüssel zur Truhe oben. Ach so, dann ist hier der Schlüssel drin. Ah ne, das ist. Ah ne, ne. Hä? Zwei Truhen? Stopp, ich habe irgendwas überlesen gerade. Ein besseres Rüstzeug, wenn man zu tun. Text und der Pfad durcheinander gewirbelt worden ist, an dir, unserem Helden, an den Weg zu ebnen. Baut zuerst einen Weg vom Pfeil zum Schlüssel in dieser gefunden, dann bilde einen neuen Pfad. Dann. Ach so! Alles klar, man muss also beide erwischen. Okay.
Baue zuerst einen Weg vom Pfeil zum Schlüssel. Dann vom Schlüssel zur Truhe oben, dann zur Truhe rechts. Von hier zum Schlüssel, zur Truhe oben, zur Truhe rechts. Das hier können wir nicht bewegen. Nun Leute, das sieht nicht ganz einfach aus. Wir müssen erst nach unten links. So, wenn ich so lang gehe. Gott, wie mache ich das denn jetzt? Weil das ist mir irgendwie sehr stark im Weg hier gerade. Wenn ich das so mache. So. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Oh Gott, Leute, 70 Pikarat, das heißt schon was. Ich plane mir mal was hier durch. So. So kann es funktionieren. Wenn ich das so mache. Das ist nicht schlecht hier. Eigentlich. Wenn es so funktionieren würde. So geht schon mal nicht. Ich muss ja zum Schlüssel hin. Oh Gott. Leute. Das könnte eine Weile dauern, bis wir das Ganze gelöst haben hier. Jetzt muss anders funktionieren. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das? Wir haben nur Kurven, möchte ich nochmal sagen, ne? Wie mache ich das bloß? Wie mache ich das bloß? Ich muss das Ding da rausholen. So. So. Jetzt muss ich den da rausholen. Funktioniert das überhaupt? Frage ich mich gerade. So, doch, das geht doch. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. So, so. Das könnte funktionieren, Leute. Ja, fast, ne? Jetzt nur noch. Jetzt muss ich aber von oben. Den brauche ich doch, oder? Oh Gott, das ist ja jetzt blöd. Wie kriege ich den denn jetzt raus? Den kriege ich gar nicht raus. Ach Gott, nö, Leute. Den müsste ich mit dem da austauschen. Den kriege ich da so noch nicht raus. Außer ich verschiebe das so. Ich merke mir einfach. Gehe ich so, dann gehen die Wege so lang. Nee, so geht das nicht. So, 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 so. Fast richtig. Muss ich nur noch. Ach, den hatte ich davor drauf, okay. Dann muss der natürlich da irgendwie wieder hin. Das ist jetzt auch blöd. Oh Gott, Leute. So geht's nicht. So aber auch nicht. Ich muss den da noch haben. Toll. Muss ich den da rauskriegen. Leute, das kann noch eine ganze Weile dauern. So, wenn ich dann jetzt den da irgendwie hinkriege, den hier, muss ich aber trotzdem, so, der sitzt schon mal richtig hier. Wenn ich den nur da hinsetzen könnte, den muss ich tauschen irgendwie. So, der muss jetzt da irgendwie hin. Fast. Oh, wenn ich den jetzt auch mit dem tauschen könnte. So. Jetzt muss ich über den. Oh Gott, Leute! Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich den dahin? Den muss ich jetzt da wegkriegen. Fast. Oh, jetzt muss der. Jetzt muss ich den da noch hinkriegen. Oder den dahin, wie auch immer. Okay. Ich hab's bald geschafft, Leute. Ne, so nicht. So, so. Jetzt muss ich einmal rumgehen, tatsächlich. So, dann setze ich den hier hin. Ah ne, der muss ja da hin. Oh Gott, Leute, Hilfe. So, so.
Jetzt muss ich die beiden nur noch tauschen. Na, was heißt das denn nur? Gott, Leute, das ist zu heftig. Das ist echt zu heftig. So. Fast. Ah, ich brauche den da. Leute. Irgendwas mache ich dir trotzdem noch falsch. Ich brauche den jetzt da. Ich brauche den da aber da unten, ne? So. So. Wenn ich den jetzt noch da hinkriegen würde, dann wäre es da wunderbar. Ach Gott, so funktioniert das nicht. Leute, das ist mir zu kompliziert hier. Irgendwann wird es auch, glaube ich, langweilig für euch. Kann das sein? Aber jetzt in die Lösung zu gucken, das geht eigentlich auch nicht. Oh mein Gott. Ich muss die tauschen können. Warum funktioniert das nicht? Leute, das muss doch irgendwie funktionieren. Nein! Ich glaube, ich fange nochmal ganz von vorne an. Ich muss doch irgendeine Lösung dazu geben, auch wenn es eine Videolösung ist dann. Wie mache ich das? Mann, ich will den dahin haben. Leute, ich fange nochmal von vorne an, glaube ich. Ich werde jetzt mal im Internet gucken, ob ich da irgendwie eine Lösung zu finden, denn bei solchen Rätseln ist das immer schwer. Mal sehen. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Part noch dieses Rätsel schaffe. Wir sehen uns also im nächsten Part wieder. Wir sehen uns gleich wieder und ich hoffe auch mit der Lösung. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder und ja, was soll ich sagen? Ich habe leider keine Lösung gefunden. Im Internet scheint irgendwie nichts zu kursieren. Weder irgendwie beschreibbar, was natürlich auch total schwierig wäre, noch irgendwie ein Bild dazu oder Videos habe ich auch noch nicht gefunden. Ach, Leute. Wie machen wir das nur? Das sieht so gut aus bis jetzt. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal auflösen. So, wie ich das jetzt gerade mache. Und ich habe zumindest ein Bild gesehen, wie wir diese Lösung machen müssen. Soll heißen, wie hier... Ich wollte gerade sagen, das wäre richtig, noch nicht ganz. Wie der Weg aussehen muss, der erste zumindest. Oh Gott, Leute, es war so gut wie... Es war fast richtig. Wenn ich das jetzt noch anders hinkriegen würde. Das sieht fast richtig aus, ne? Wenn der Weg zumindest stimmt. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn das Ding hier ist. Was ist, wenn es so aussieht? Wieso kann ich das ja nicht rausnehmen? Oder brauche ich das dringend? Ich mach's nochmal von vorne, wisst ihr das? Ja. So, der erste Weg. Der ist so gebaut, dass hier einer ist. So. Ich gehe jetzt erstmal von diesen leeren Feldern aus. Dann ist hier oben. Achso, okay. So. Nee. Hä? So? Ich muss den da wegkriegen irgendwie. Oh Gott. Ich will es ja anders haben jetzt. Ich verschiebe einfach mal so, wie ich das irgendwie gern mache hier. Kompliziert, Leute. Ich mach's nochmal. Ach Gott, Leute. Ich glaube, das könnte vielleicht eins der ersten Rätsel werden, die ich fürs erste Mal lieber aufgebe und später mal mache. Da will ich mal ganz ehrlich sein. So. Oh Gott, das ist total schwer. Sowas liegt mir überhaupt nicht. Wenn es eine Musterlösung geben würde, aber die gibt es ja noch gar nicht. Noch ist das Spiel anscheinend zu neu. Meine Güte. Zumindest sitzt der da unten links schon mal richtig. So. Nee, das ist ein... Ach so. Okay, stopp. So, wenn ich das so mache. Es geht mir jetzt darum, dass das erste Bild genauso aussieht wie im Bild beschrieben. Das heißt, dieses Ding muss genau vor der Truhe sein, damit ich genug andere Platten habe dafür.
Gott, Hilfe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen muss, dass mir ein Rätsel zu schwer wird. Das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Was soll ich denn so... Ach, Göttler, Leute. Nee, ich brauch den da oben. So. Das funktioniert so nicht. Leute, ganz ehrlich. Part ist eigentlich so vorbei. Ich werde tatsächlich dieses Rätsel fürs Erste aufgeben müssen. Weil ich möchte nicht nochmal 15 Minuten hier dran sitzen. Das war mir jetzt schon ein bisschen zu lange. Da werde ich mich irgendwann später mal drum kümmern, wenn es vielleicht auch eine Lösung dazu gibt. Wir werden es irgendwie anders probieren. So ein ähnliches Rätsel hatten wir ja schon mal. Das hätte ich aber lösen können. Das war auch nicht so schwer. Na gut. Dieses Rätsel lösen wir später. So. Dann muss ich mal kurz das Bildschirm richtig wechseln hier. So. Was? Du willst einfach planlos umherrennen? Ach, mach doch, was du willst. Leider, wir haben leider keine andere Wahl. Was soll ich dazu sagen? Ich würde Folgendes einfach mal sagen. Und zwar beenden wir jetzt einfach mal den Part. Im nächsten Part suchen wir dann andere Rätsel, denn das ist wirklich noch zu schwer. Das geht auch im Moment nicht. Ich kann noch keine Lösung finden und ich möchte nicht zu lange dran rumsetzen, dass wir hier planlos irgendwie Rätselzeit verschwenden in Parts. Das wäre irgendwie dämlich. Nicht, dass ich drei Parts in diesem Rätsel sitze. Das macht keinen Sinn. Wir sehen uns also im nächsten Part wieder und lösen dann andere Rätsel. Bis dann und auf Wiedersehen.